nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid willkommen geheißen zu unserer Frühmesse. Auch alle, die über die Medien schon mit uns mitfeiern. Heute ist der Gedenktag zweier Märtyrer. Die heilige Agnes von Rom, ein Mädchen von 12 Jahren, die unter der Verfolgung des Kaisers Diokletian, so wie gestern schon der heilige Sebastian, zu Tode gekommen ist und die Zeugnis gegeben hat, dass der Glaube an das ewige Leben stärker ist als alle Furcht vor dem Tod in dieser Welt. Agnes heißt das Lamm. Es ist Christus, das Lamm Gottes, das uns Johannes am Sonntag schon offenbart hat. Auch er hat sein Leben gegeben für uns. Wir feiern auch den heiligen Meinrad, ein Heiliger der Schweiz in Einsiedeln, dem großen Wallfahrtsheiligtum. Vor 1200 Jahren hat ein Mönch aus Reichenau die damals noch ganz einsame Gegend im finsteren Wald, hat sich zurückgezogen in eine Einsiedelei und ist hier im Dienst an den Armen gestorben, erschlagen worden von Räubern, die ihn bewirtet haben. Und an diesem Ort ist so ein großer Gnadenort des Gebetes entstanden bis in unsere Tage herein. So achten auch wir darauf, wo wir Zeugnis geben können für den auferstandenen Christus, damit durch uns andere Menschen dazu ermutigt werden. Wir rufen das Erbarmen Gottes an. Herr Jesus Christus, du Herr aller Mächte und Gewalten, Herr, erbarme dich. Du rettest die auf dich vertrauen, Christus, erbarme dich. Du thronst zur Rechten des Vaters im Himmel, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du berufst, was schwach ist in dieser Welt, um das, was stark ist, zu beschämen. Höre auf die Fürsprache der heiligen Agnes. Komm uns zu Hilfe, damit auch wir unbeirrt den Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Seht auf eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. So heißt es schon in der Schrift. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr, bleibt in meiner Liebe. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordan, aus der Gegend von Tyrus und Sidon, kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihnen streng, bekannt zu machen, wer er sei. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, alle, die ihr mitfeiert, im heurigen Jahr, wo wir mehr Zeit haben als sonst, uns mit der Jüngerschule Jesu zu befassen, wo wir die letzten zwei Wochen hoffentlich ganz bewusst mitgehört haben, was Jesus schon alles getan hat, ist heute ein wenig eine Zusammenfassung und es sind vertraute Dinge, die wir heute gehört haben. Das erste ist, in jener Zeit zog sich Jesus wieder zurück an den See. Das ist jene Zeit, wo wir gestern am Abend gehört haben, wo die Pharisäer schon den Beschluss gefasst haben, ihn umzubringen. Also als der Widerstand so groß wurde, weil Jesus die verkehrten Vorstellungen der Wortführer der Gesellschaft aufgesprengt hat und als falsch hingestellt hat. Er zieht sich zurück, seine Zeit ist noch nicht gekommen, wo er ins Martyrium gehen soll. Und wo er sich zurückzieht, da heißt es heute wieder, wie wir es so oft gehört haben die letzten Tage, viele Menschen. Erstens einmal aus dem ganzen Gebiet um den See Genezareth, Galiläa, folgten ihm. Aber dann kommt es, auch aus der Ferne kommen sie herbei. Aus Judäa, das ist im Süden, wo Jerusalem liegt. Direkt aus Jerusalem ist auch erwähnt und Idumäa. Dann auch aus dem Gebiet, das gar nicht mehr zu
Israel gehört, jenseits des Jordan, aus der Gegend von Tyros und Sidon, das ist ganz im Norden, das ist auch heidnisches Gebiet, kamen Scharen von Menschen zu ihm, heißt es. Das ist es, was wir in unserer Zeit jetzt erwarten, dass von überall her Scharen von Menschen wieder in die Kirche kommen, weil sie hören, was Jesus tut, heute genauso wie damals. Und wenn hier zum ersten Mal das Boot erwähnt ist, das sie bereithalten sollen, damit er nicht erdrückt wird von der Menge, dann ist das ein Sinnbild für die Kirche. Jesus wird die ganze Kirche brauchen, weltweit, damit er alle Leidenden mit seiner Kraft zur Hilfe kommen kann, seinen Trost ihnen geben kann. Er heilte viele, dass alle, die ein Leiden hatten, sich um ihn drängten und ihn zu berühren suchten. Auch das passt für unsere Zeit, wo jeder so auf Abstand gehen muss, zum Nächsten zu hören, dass Jesus sich berühren lässt von uns, dass wir ihm ganz nahe kommen können und er uns ganz nahe kommt. Unsere eucharistische Anbetung, die wir begonnen haben, ist ja so eine Erfahrung. Zu Jesus kann ich ganz nahe kommen und vor ihm kann ich verweilen und er wird mich berühren im Innersten. Ein letztes Moment, das wir auch schon kennen durch die letzten Tage, wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, aus der Ferne schon, fielen sie vor ihm nieder. Also die Ungeister bezeugen ihn schon als ihren Herrn, als den Herrn des Himmels und der Erde, als Sohn Gottes. Sie wissen, wer er ist. Viele Menschen haben es noch nicht erkannt. Die kommen nur, weil sie halt körperlich gesund werden wollen. Deshalb verbietet Jesus auch den Dämonen hier an der Stelle, ihn schon zu bekennen. Er ist nicht der Wunderheiler dieser Welt. Das Heil, das er bringt, das ist der Zugang zum ewigen Leben. Und dazu braucht es die Ausrichtung des Herzens. Und die geschieht freiwillig, bei jedem persönlich für sich. Dazu ist er wirklich gekommen, das dürfen wir verstehen. Und das wollen wir uns auch heute prüfen. Haben wir Sehnsucht danach, ganz heil zu werden im Herzen, uns so auf Gott hinauszurichten und zu öffnen, dass uns der Himmel damit offen steht. Jetzt schon und einmal im Moment unseres Hinübergehens, unseres Sterbens. Der Tag des sich von Jesus berühren lassen und sein Heil empfangen. Amen. Lasst uns in Stille hineinhören, welches Wort Gottes uns persönlich anspricht heute. Und er heilte viele. In den Fürbitten lasst uns zu unserem ewigen hohen Priester Jesus Christus hintreten und ihn bitten. Für die Kirche, die unter ihren Schwächen und ihrer Uneinigkeit leidet, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die jungen Menschen, die nach dem Sinn und Ziel ihres Lebens fragen, Herr, erbarme dich. Für Eltern und Erzieher, die die kommende Generation zu einem lebendigen Glauben führen sollen. Herr, erbarme dich. Für die Manager der öffentlichen Meinung, die große Verantwortung tragen für die Orientierung der Heranwachsenden. Herr, erbarme dich. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Alfred Buchberger für verstorbenen Vater,
Herr, erbarme dich. Wir wollen auch nochmals besonders Herrn Johann Raab einschließen, der am Samstag beerdigt wird. Herr, erbarme dich. Guter Gott, nur bei dir finden wir das Heil. Für deine Liebe zu uns Menschen danken wir dir, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Fällt's euch zu schwer, ich geh voran, ich steh euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn, bin alles in dem Streite, ein böser Knecht, der still kann stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie an mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und mein Erzieher. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm unsere Gaben an, die wir im Gedenken an deine Märtyrer darbringen. Tilge unsere Schuld durch dieses heilige Opfer deines Sohnes und führe uns näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium der heiligen Agnes und des heiligen Meinrad offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der mitfeiernden Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese, mit der heiligen Agnes, dem heiligen Meinrad, mit unseren Jahresheiligen und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt,
Der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Er heilte viele, die ihn berührten. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Amen. Gebet um geistliche Kommunion. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Ich liebe dich und meine Seele sehnt sich nach dir. Wenn ich dich jetzt im heiligen Sakrament nicht empfangen konnte, so komme geistigerweise zu mir. Umfange mich, vereinige dich mit mir. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Mit unserem Kreuz noch gehen und wohlgemut, getrost und gern in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone,
des ewigen Lebens nicht davon. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit der Speise des Himmels genährt und in Christus zu einem Leib verbunden. Er hat uns zuerst geliebt. Gib, dass uns nichts von seiner Liebe trenne und wir nach dem Beispiel der heiligen Märtyrer in aller Anfechtung standhalten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke für euer Mitfeiern der heiligen Messe. Es geht voran in der Jüngerformung bei jedem, der hinhört auf seine Worte, auf seine Schulung. Heute das Wort, dass wir zu ihm kommen wollen, uns berühren lassen wollen und sein Heil der Seele erfahren wollen. Erbitten wir dafür den Segen. Im Anschluss ist es noch möglich, in der Kommunionvereinigung zu verweilen, während wir den Rosenkranz zu Ende beten. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.